Jetzt ist es Zeit für die Schlager des Sommers 2020. So romantisch, so traumhaft und so märchenhaft wie nie zuvor. Denn wir feiern die Schlager des Sommers mit einer Märchenschlossnacht. Mit dabei sind Beatrice Egli, Ramon Roselli, Ute Freudenberg, Matthias Reim und viele, viele mehr. Und natürlich gibt es wieder ganz viele Hits zum Mitsingen. Also lassen Sie sich verzaubern. Freuen Sie sich auf eine märchenhafte Nacht rund um das Wasserschloss Klaffenbach. Mit Sarah Zucker und Ben Zucker, Thomas Anders und Florian Silbereisen, Sarah Lombardi, den Amigos, Giovanni Zarella, Eloy de Jong, Inka Bause, Fantasy, Semino Rossi, Uta Bresan, Anna-Karina Wojcak und Stefan Mross, Bernhard Brink, Daniela Alfinito und vielen mehr. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Mann, der den Schlager lebt, liebt und feiert und ihn heute so märchenhaft wie noch nie präsentiert. Hier ist Florian Silbereisen. Schlager ist geil, ist so mega hammergeil. Das geht ab und das kommt rüber und wir singen immer wieder Schlager. Geben. Schlager ist geil, Schlager ist geil. Ja! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den ganz besonderen Schlagern des Sommers 2020. Denn wir möchten heute diese Show so romantisch feiern und so märchenhaft feiern wie nie zuvor. Und schauen Sie sich das mal an. Wir haben eigentlich alles, was so ein Märchen braucht. Wir haben ein wunderschönes Schloss und wir werden das Wasserschloss Klaffenbach in diesem Jahr so verträumt und romantisch erleben wie nie zuvor. Wir haben mit Ute Freudenberg die perfekte Königin der Schlager des Sommers. Wir haben mit unserem Shootingstar Ramon Roselli den perfekten Schlagerprinz. Wir haben natürlich auch Geschwister dabei. In Märchen wird ja oft erzählt von den Helden, von den Geschwistern. Wir haben Sarah Zucker und Ben Zucker. Und wir haben auch ein richtig märchenhaftes Paar heute, nämlich Anna-Karina Wojcak und Stefan Mross. Natürlich werden wir heute auch mit ganz vielen Schlager des Sommers feiern. Also am besten sagen Sie Ihren Nachbarn schon mal Bescheid, es wird ein bisschen lauter, denn mitsingen ist bei uns nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Und unsere märchenhafte Schlossnacht, die wollen wir ja heute ganz besonders romantisch feiern. Und da eignet sich eine Sprache besonders gut, nämlich die Sprache der großen Gefühle und der Liebe. Italienisch. Deshalb würde ich sagen, wir lernen jetzt gleich mal gemeinsam ein bisschen Italienisch und einen besseren Lehrer hätten wir überhaupt nicht finden können, denn er interpretiert deutsche Kultschlager auf Italienisch. Und er hat damit nicht nur die Schlagerfans in ein neues Italienisch-Fieber versetzt. In unserer Show Schlager Love Story 2020 durften wir ihn mit Gold aus Österreich und mit Platin aus Deutschland überraschen. Und heute feiert er mit uns hier auf dem Märchenschloss. Herzlich willkommen, Giovanni Zarella! Es wird eine Zugabe geben, versprochen. Ah. Aber lieber Giovanni, sag mal, wie erklärst du dir selbst, dass die Fans deine Kultschlager auf Italienisch so sehr lieben? Ja, das ist schwer zu erklären, glaube ich. Also ich glaube natürlich, an sich sind das unglaublich tolle Songs, von großartigen Künstlern, großartig geschrieben und wahrscheinlich in Verbindung mit der italienischen Sprache, mit der Sehnsucht nach Italien, dieser großen Liebe, die zwischen Italien und Deutschland besteht,
ist dann so etwas draus geworden? Also es gab ja eine Umfrage bei Sprachschülern und Italienisch lag ganz vorne, wenn es ums Thema Flirten ging. Ah ja, okay. Deutsch und Chinesisch waren übrigens international die Schlusslichter. Also sollten Sie eine Prinzessin oder einen Prinzen erobern wollen, lieber Italienisch lernen. Okay. Vielleicht kannst du uns heute ein bisschen helfen, Giovanni. Wie kann man einer Dame ein schönes Kompliment machen? Wie könnte ich das am besten hinkriegen? Also, ich habe zum Beispiel Janina am Anfang gesagt, sei la cosa più bella al mondo. Sei la cosa più bella. Pur bella. Al mondo. Al mondo. Du bist die schönste Sache auf der Welt. Ah, das klingt gut. Oder zum Beispiel sagst du, sei più dolce di un gelato. Eis. Du bist süßer als ein Eis. Ah, ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Ja? Du musst mir das aufschreiben. Wir merken uns das. Aber die Italiener, die flirten nicht nur gut, die schimpfen ab und zu auch gerne. Die können sich gut ärgern, insbesondere beim Fußball. Wie flucht ihr? Aber jetzt vielleicht nicht die ganz schlimmen Worte. Nein, nicht die ganz schlimmen. Wir sagen zum Beispiel gerne Porca Miseria. Das ist bei uns das verdammt nochmal. Porca Miseria. Porca Miseria. Porca Miseria. Porca Miseria. Okay, das klingt gut. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt sehr lang, aber il giorno. Il giorno. Che muore. L'avvoltoio. L'avvoltoio. Sarai tu. Sarai tu. L'uccello. No, okay, dimmi weiter. L'uccello, ja. Più brutto. So lang kann ich überhaupt nicht fluchen. Das heißt, an dem Tag, an dem der Geier stirbt, wirst du der hässlichste Vogel sein. Das ist harmlos, das ist nett. Aber oder? Schön, ja, sehr schön. Aber ich hoffe, dass wir uns diesen Satz heute nicht merken müssen. Stattdessen wollen wir richtig romantische italienische Lieder hören von dir. Und ich weiß, du hast uns jetzt einen wunderschönen Song mitgebracht. Jenseits von Eden in deiner Version auf Italienisch. Giovanni Zarella. Grazie, Florian. Vielen herzlichen Dank, Giovanni Zarella. Ja, und jetzt dürfen wir uns auf einen neuen Schlager des Sommers freuen. Das heißt, das Lied an sich ist eigentlich gar nicht wirklich neu, denn DJ Antoine hat damit einen Welterfolg gefeiert. Dieses Lied ist eine der erfolgreichsten Singles der Schweiz. Und jetzt, 11 Jahre später, hat eine der beliebtesten Sängerinnen der Schweiz dieses Lied ganz neu entdeckt und auf Deutsch gesungen. Bei ihr heißt der Song Mon Chéri. Herzlich willkommen, Francine Jordi. Ich spür keinen Halt mehr irgendwie, hab mich in dir verloren, Mon Chéri. Leidenschaft und Sehnsucht wie noch nie, hältst du mein Herz für immer, Mon Chéri, Mon Chéri. Tief in mir.
So gefühlt hab ich noch nie. Machst mich unsterblich, mon chéri. Ich spür keinen Halt mehr irgendwie. Hab mich in dir verloren, mon chéri. Leidenschaft und Sehnsucht wie noch nie. Hältst du mein Herz für immer, mon chéri, mon chéri. Oh, 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 mon chéri. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen, Francine Jordi! Vielen Dank! Wow! So schön! So schön, dass du da bist, Francine! Ja, vielen Dank! Sag mal, wie kam es dazu, dass du diesen Song von DJ Antoine jetzt auf Deutsch singst und damit ja selbst einen Schlager des Sommers gelandet hast? Du, ich habe ihn kennengelernt bei einem Konzert. Ich durfte ihn ansagen, durfte ihn präsentieren und ich finde großartig, was er gemacht hat. Dann habe ich den Titel gehört und habe gedacht, gibt es den eigentlich schon auf Deutsch? Und nein! Nein! Habe ich gedacht, sofort machen. Das passt wunderbar zu mir. Und es passt hierher, ja, in unsere wunderbare Atmosphäre, in so eine schöne Sommernacht. Was muss bei dir bei einer perfekten Sommernacht passen? Also was brauchst du? Ein bisschen ein Buch eher oder lieber ein Gläschen Wein? Oder wie schaut bei dir eine perfekte Sommernacht aus? Perfekte Sommernacht würde ich jetzt sagen, ein Mann vielleicht. Okay. Das wäre gar nicht so schlecht, oder? Ja. Die Gesellschaft, die finde ich sehr, sehr wichtig. Dann vielleicht ein schöner Ort. Gut, das spielt eigentlich keine Rolle, wenn du die richtige Gesellschaft hast. Dann kannst du eigentlich auch fast neben einer Müllhalde oder irgendwie den Abend genießen. Und am Schluss, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, ja. Es sollte nicht regnen. Also heute sieht es bisher sehr gut aus. Ja, ja. Wir haben eine Märchenkulisse. Wir feiern hier auf dem Märchenschloss. Und ich kann dir sagen, unser nächster Gast, der hat auch eine märchenhafte Karriere bisher erleben dürfen. Mit seiner legendären Band, mit den Flippers, hat er alles erreicht, was man erreichen kann. Für 64 Alben wurden sie mit Gold und sogar Platin ausgezeichnet. Und ich meine, auch als Solokünstler, du kennst ihn sehr gut. Er ist nicht mehr wegzudenken von den Charts. Er ist ein Schatz. Er ist ein riesengroßer Schatz, ja. Er ist ein großartiger Kollege und er hat jetzt einen ganz neuen Song aufgenommen. Da hat er alles reingepackt, was zum Sommer dazugehört. Ich würde sagen, wir feiern Fiesta. Feierst du mit? Definitiv. Feiert ihr auch mit? Okay, dann feiern wir jetzt alle gemeinsam mit Olaf, dem Flipper. Fiesta! Yeah. Fiesta! Olaf, der Flipper! Lieber Olaf, wow. Ich meine, wir sind auf einem Märchenschloss unterwegs heute. Und im Märchen gibt es ja manchmal auch so einen Jungbrunnen. Du musst da definitiv hineingefallen sein. Dieser Mann feiert im nächsten Jahr einen halbrunden Geburtstag. Wie alt glaubt ihr, wie alt wird er? 60, oh yeah, ihr 65. Seid alle eingeladen, gell? Sagen wir mal so. Wir sind dabei! Er wird 3x25. Das habe ich noch nie gehört. Das ist eine tolle Kombination. 3x25, ja. Das klingt ja wahnsinnig jung. Und du bist topfit nach wie vor und du siehst aus wie das blühende Leben, Olaf. Naja, also ich lebe ja auch gesund, trinke jedes Tag ein Gläschen Wasser natürlich. Ja. Was gibt's da zu lachen? Naja, und tu ein bisschen Sportlauf. Also ich mache ein bisschen Sport. Meine Tochter hat einen kleinen Chihuahua und der heißt Zorro. Und mit dem gehe ich fast jeden Tag laufen durch den Wald. Also er ist mittlerweile schneller als ich. Und das hält einen natürlich ein bisschen fit. Spiel ein bisschen Tennis, ein bisschen Golf und ja. Sehr gut. Also wir freuen uns jetzt schon auf deinen Geburtstag im nächsten Jahr, Olaf. Da wird kräftig gefeiert, würde ich sagen, oder? Ja, da gibt's ja auch, wenn ich das verraten darf. Ja, natürlich. Ich bin dann 60 Jahre auf der Bühne, 60 Jahre Bühne. Ich habe goldene Hochzeit. Wisst ihr, wie viel das ist, goldene Hochzeit? Das wissen wir noch. 50. Also 50 Jahre. Und das Entscheidende, mit der gleichen Frau. Ja, das ist ja... Das ist ja. Gratulation. Ich bin 10 Jahre Solist jetzt denn schon, nach den Flippers 2011. Also, es gibt eine Menge zu feiern und ich meine, auch in diesem Jahr, 2020, haben wir ein Jubiläum. Vor 50 Jahren wurde das erste Flippers-Album veröffentlicht. Und ich würde sagen, dieses Jubiläum feiern wir jetzt alle gemeinsam, am besten mit den größten Hits der Flippers. Hast du Lust, Olaf? Aber wir geben richtig Gas. Dann singen wir mit dir. Los geht's! Oh!
Hoppa! Olaf, go! Die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie immer noch. Mit den Wolken nach Süden ziehen und die Sterne sehen. Die rote Sonne von Barbados, ja, dieses Märchen lässt mich nicht los. Und wird die Zeit noch zu Ende gehen, es war so schön. Mexiko, ich träume mit dir in einer warmen Sommernacht. Rot wie Mond war dein Mund, der versprach Worte, die ich nie mehr im Leben vergaß. Lotusblume hab ich dich genannt, so viel Zärtlichkeit, die ich nur bei dir fand. Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht und es brennt ein Feuer im Traum dieser Nacht. Macht mit euch. Tolle Lieder. Dankeschön. Ja, und wenn Sie zu Hause wieder voten möchten, Sie haben natürlich auch in diesem Jahr wieder die Chance, Ihren Schlager des Sommers zu küren. Klicken Sie einfach auf meineschlagerwelt.de und dort können Sie dann abstimmen. Ja, und jetzt freuen wir uns alle auf ein Duo, mit dem wir erst vor kurzem gemeinsam Hochzeit feiern durften. Sie erinnern sich bestimmt. Bei der Schlager Love Story Show 2020 im Juni haben Sie vor einem Millionenpublikum ja gesagt und wir alle dürfen mitfeiern. Heute sind sie zu uns gekommen, hier auf unser Märchenschloss, also direkt von der Märchenhochzeit aufs Märchenschloss. Herzlich willkommen, Anna-Karina und Stefan Mross. Was uns morgen bringt, wie viel ein Herz erträgt. Ich weiß nur, was ich fühl bei dir.
und was mich so tief bewegt. Es führt der Weg über Berge, Stein und Schnee. Doch wir gehen dem Traum hinterher. Die Liebe trägt uns himmelhoch, übern Horizont, bis die Freiheit kommt. Die Liebe trägt uns himmelhoch, wo nur wir beide sind. Leben neu beginnt. Viele sind so festgefahren und gehen kein Risiko ein. Ich frag nicht, wie es früher war. Ich frag, was wird es sein? Es führt der Weg über Berge, Stein und Schnee. Doch wir gehen dem Traum hinterher. Die Liebe trägt uns himmelhoch, übern Horizont, bis die Freiheit kommt. Die Liebe trägt uns himmelhoch. Ganz stark, ganz frei. Die Liebe trägt uns himmelhoch, übern Horizont, bis die Freiheit kommt. Die Liebe trägt uns himmelhoch, wo nur wir beide sind. Leben danke, danke, danke. Anna-Karina und Stefan Mraz. Dankeschön. Schön, dass ihr bei uns seid, ihr Lieben. Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, 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 danke. Liebe Anna, lieber Stefan, sag mal, erzähl kurz, was hat sich seit der Hochzeit für euch verändert? Naja, einiges. Einiges? Einiges, ja. Anna ist ja als Frau Wojcik auf die Bühne gegangen und ist als Frau Mraz runtergekommen. Und also das war für mich schon ein sehr bewegender Moment. Jetzt haben ja Millionen Menschen mit euch diese Hochzeit gefeiert. Wenn ihr nochmal zurückblickt, was war für euch so der bewegendste Moment? Also ich glaube, die letzten Monate waren einfach so bewegend, mit so vielen Emotionen, lieber Florian, die wir in deinen Feste-Shows und bei deinen Shows überhaupt erleben durften. Für mich so der Heiratsantrag beim Adventsfest. Oh. Oh. Der 100.000 Lichter. Da habt ihr euch was einfallen lassen. Ja, jetzt, da haben wir uns was einfallen lassen. War schön nervös. Stefan, was war für dich so der berührendste Augenblick? Naja, wie Anna mit der Kutsche reinkam. Also wie die Kutsche mit den Pferden mit Anna drauf reinkam. Das war jetzt. Naja, also wie sie runterkam, über die Kutsche runtergestiegen und den roten Teppich vorkam. Also da hat schon der Unterkiefer ganz schön gewackelt hier. Also, ich kann mich gut erinnern. Ich stand so in der gleichen Entfernung neben dir und da warst du sehr emotional bewegt. Ja. Sag mal, habt ihr euch die Hochzeit eigentlich nochmal im Fernsehen angeschaut? Nicht ständig. Nur einmal, ständig, ja. Also immer daheim ab und immer zu. Immer mal wieder nochmal geheiratet und nochmal und ja. Sehr gut. Und ihr habt es ja schon erzählt, ihr habt viel in diesen letzten Monaten erlebt und wir durften viel mit euch erleben. Ja. Angefangen hat ja alles im Sommer letzten Jahres.
Da haben wir beide mal kurz telefoniert. Da hat und Stefan so uns angerufen und ja, hat gesagt, er möchte gerne seine Anna live im Fernsehen mit einem Heiratsantrag überraschen. Genau sowas. Genau sowas. Ja, und dann kam es dazu in der Adventsfestshow. Ein sehr berührender Moment für ganz viele Menschen und vor allen Dingen für dich. Ja. Dann ging es ja weiter. Bei den Schlager-Champions im Januar dann in Berlin habt ihr zum ersten Mal als verlobtes Paar gesungen. Anna mit diesem wunderschönen weißen Kleid. Und dann letzten Endes die Hochzeit, die wir mit euch erleben dürfen. Und ich glaube, all diese wunderschönen Momente, also vom Heiratsantrag bis hin dann zu eurer Traumhochzeit, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Und den passenden Soundtrack, den liefert ihr uns höchstpersönlich dazu. Sehr gut. Paradies der Ewigkeit. Anna Karina und Stefan Mross. Dankeschön. Anna Karina und Stefan Mross. Ja, sie sind wirklich ein Traumpaar. Und jetzt dürfen wir einem Schlager-Duo zu einem wirklich ganz besonderen Jubiläum gratulieren. Also normalerweise würden wir jetzt unsere Geburtstagskerzen entzünden, aber nein, das reicht für die beiden definitiv nicht. Wir entzünden jetzt unsere Jubiläumsfackeln. Denn seit sagenhaften 50 Jahren stehen die Amigos unglaublich erfolgreich auf der Bühne. Sie feiern ihr Jubiläum mit ihrem Album 50 Jahre unsere Schlager von damals. Und passend zu diesem Jubiläum hat die Deutsche Post auch noch eine eigene Briefmarke herausgegeben. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, die Amigos! Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch den Amigos! Ja, auch unser nächster Gast kann auf eine wirklich märchenhafte Karriere zurückblicken, denn sie gehört seit Jahren zu unseren beliebtesten Moderatorinnen. Im letzten Jahr hat sie dann endlich nach 10 Jahren Pause mal wieder ein neues Album veröffentlicht mit Liedern, die ihr ganz besonders am Herzen liegen. Ihr Vater Arndt war bekanntlich einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schlagerkomponisten der DDR. Und hat für alle großen Stars die Hits geschrieben. Und einen richtigen Kultsong, so ein richtiges Kultlied, das werden wir jetzt mit ihr wieder ganz neu entdecken. Passend zu unserer wunderbaren Sommernacht hier auf unserem Märchenschloss. Weißes Boot. Herzlich willkommen, Inka Bause. Geht. Und ein Traum wie von fern zu mir weht, steigt aus dunkler Flut, weiß ein Segelboot. Dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt auch gut das Gefühl, wenn man steigt mit der Flut. Rings um Meer und Wind und die Wellen sind weiße Wände aus Glas um dich her. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau, auf Wellen reiten wir durch Gicht und Schau. Getaucht in Meeresgrün und Sonnenglanz, der Wind spielt dazu seinen vorbei. Als ein Sturm brach das Boot mir entzwei, warf es an den Strand, wo es ein Ende fand. Dieses Boot war mein Traum doch vorbei. Lebe wohl, weißes Boot, lebe wohl. Meine Liebe, mein Traum, mein Idol. Flammensegel steigt, der Wind sich neigt, so ein Boot bleibt mein Traum alle Zeit. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau, auf Wellen reiten wir durch Gicht und Schau. Getaucht in
Herzlich willkommen, Inka Bause! Hallo Florian, fühl dich gedrückt umarmt. Du dich auch, liebe Inka. Ich meine, du warst schon so oft bei den Schlagern des Sommers zu Gast. Aber was sagst du zur Atmosphäre unserer Märchenschlossnacht? Unfassbar, wirklich. Also sowas Schönes habe ich lange nicht gesehen. Du hast jetzt gerade das Weiße Boot besungen. Ja. Wenn du solche Lieder singst, dann ist das bestimmt auch eine kleine persönliche Zeitreise. Welche Erinnerungen verbindest du damit? Ja, meine Kindheit. Das Lied ist über 40 Jahre alt. Ich war sofort begeistert, als ich das erste Mal im Schlagerstudio in der DDR im Fernsehen gesehen habe und gehört habe. Dieses Lied ist mir all die Jahre nicht aus dem Kopf gegangen. Und deswegen musste es auf mein Album Lebenslieder, was jetzt im Herbst erscheinen wird und gehört einfach zu einer Perle, die zu meinem Leben, einer musikalischen Perle, die zu meinem Leben und vielleicht auch zu dem Leben vieler anderer Menschen gehört. Definitiv, ja. Du hast vor 10 Jahre eigentlich ein bisschen Pause eingelegt. Jetzt startest du musikalisch wieder durch und im Herbst dann gleich wieder mit einem neuen Album. Genau, und eine Tournee nächsten März, so alles gut geht. Also ich drücke wirklich die Daumen. Ich meine, wir sind alle am Daumen drücken permanent. Wir hoffen einfach das Beste und dass es weitergeht, sieht man hier ja. Es ist wunderschön und ich glaube, man muss einfach optimistisch bleiben, seinen Humor behalten und gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Dann würde ich sagen, wir feiern jetzt einfach auch gemeinsam gleich schön weiter. Und zwar mit zwei Künstlern. Sie ist eine der Shootingstars des Jahres, unsere singende Mama. Und er ist der Schlager-Titan. Herzlich willkommen, Sonja Liebing und Bernhard Brink. Ich hab dich einmal zu oft angesehen. Ich hab dich einmal zu oft angesehen. Ich bin ein Mann, der zu seinen Prinzipien steht. Ein Fels im Sturm, auch wenn der Wind sich dreht. Ich bin ein Mann, der gerade Wege geht. Eigentlich. Ich bin eine Frau und eigentlich nicht ganz frei. Doch dein Blick sagt, was ist denn schon? Und was geschehen will, wird geschehen. Ich hab dich einmal zu oft angesehen, um dir ein zweites Mal zu widerstehen. Hab deinen Blick einmal zu oft gespielt und schon war ich verführt. Du hast mich einmal zu oft schwach gemacht. Was hast du dir denn nur dabei gedacht? So einfach über alle Grenzen gehen. Du hast mich einmal zu oft angesehen. Du bist ein Mann in seinen besten Jahren. Du eine Frau, dein Frühling fängt erst an. Ist es verboten, einmal schwach zu sein? Eigentlich. Du sagst, was soll's, es ist doch nur eine Nacht. Das Feuer brennt, du hast es längst entfacht. Und zwei wie wir sind doch nicht gern allein. Denkst du nicht? Und was geschehen will, wird doch sowieso geschehen. Ich hab dich einmal zu oft angesehen, um dir ein zweites Mal zu widerstehen. Zu oft gespürt und schon war ich verführt. Du hast mich einmal zu oft schwach gemacht. Was hast du dir denn nur dabei gedacht? So einfach über alle Grenzen gehen. Du hast mich einmal zu oft angesehen. Jetzt stehen wir hier im Feuer, der Morgen ist egal. Ich gebe mich dir hin, du lässt mir keine Wahl. Ich hab dich einmal zu oft angesehen, um dir ein zweites Mal zu widerstehen. Hab deinen Blick einmal zu oft gespürt, auch schon war ich verführt. Du hast mich einmal zu oft schwach gemacht, was hast du dir denn?
Liebling und Bernhard Brink. Ah, ihr Lieben, wir sind heute auf einem Märchenschloss und euer gemeinsamer Erfolg ist auch wirklich märchenhaft. Gleich der erste gemeinsame Song wurde mittlerweile über 2,3 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Also musikalisch funktioniert das wunderbar bei euch. Wie sieht's dann hinter der Bühne aus? Versteht ihr euch da auch so gut? Nein. Natürlich. Klar. Ehrliche Antwort. Doch, nein, wir verstehen uns auch sehr gut. Außerhalb. Sehr gut. Passt sehr gut. Sonja, was kannst du denn von unserem Schlager-Titan noch lernen? Oh Gott, ich glaube, vom Bernhard kann man noch einiges lernen. Der Bernhard nimmt das Leben nicht so ernst und nimmt das Leben mit Humor. Und das kann ich definitiv von ihm lernen. Da kann man ein Lied davon singen, oder Inka? Ja. Dankeschön. Ja. Bernhard, wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du auch von Sonja noch was lernen? Also ich würde gerne so aussehen, wenn ich zwei Kinder hätte. Ja? Ich bin nur ein Mann, geht ja nicht. Aber guck, der Mann, die Frau hat zwei Kinder und sieht so aus. Sensationell, muss ich sagen. Wunderbar. Dankeschön. Tolle Kollegin, pünktlich, ne? Und stubenrein, wunderbar. Also es macht richtig Spaß mit ihr. Toll. Du pünktlich, ganz die Hauptsache. Hauptsache pünktlich, Bernhard. Bist du auch ein pünktlicher Mensch, Inka? Ja, total. Ich komme immer eine Viertelstunde pünktlich zu spät. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Da kann man sich richtig drauf verlassen. Es ist immer wieder schön mit euch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ganz romantisch weiter bei unserer wunderschönen romantischen Sommernacht. Denn es gibt einen Song, der passt genau hierher. Im Dunkel der Nacht. Und diesen Song hören wir jetzt von der Chartstürmerin aus Hessen. Herzlich willkommen, Daniela Alfinito. Herzlich willkommen, Daniela Alfinito. Und wir dürfen gleich gratulieren, denn sie steht seit 20 Jahren auf der Bühne. Daniela, ja. Sag mal, wie hast du diese Zeit erlebt? Ich kann es selber noch gar nicht glauben, dass es wirklich schon 20 Jahre sind, ja. Aber wir hatten eine tolle Zeit. Amigos zusammen, wir sind durch unsere Dörfer, durch unseren Vogelsberg, durch die Wetterau getingelt. Es war eine wunderschöne Zeit und ich möchte diese Zeit niemals missen. Ja, zwischenzeitlich habe ich mein Examen gemacht zur Altenpflegerin. Du, dann heiratet man, dann bekommt man ein Kind und dann denkt man, oh, jetzt kann es doch nicht alles gewesen sein. Jetzt muss doch noch irgendwie so ein Kick muss doch noch kommen. Ja, und der kam. Also du hast ja nach wie vor deinen Beruf immer die Treue gehalten. Du arbeitest als Altenpflegerin. Hast du nie mal daran gedacht, dich ausschließlich vielleicht auf die Schlagerkarriere zu konzentrieren? Nein, Musik war eigentlich schon immer mein Hobby. Und ja, Altenpflege ist meine Berufung. Das ist was, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Dankeschön. Was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, für diese alten, dementen Menschen da zu sein, ihnen wirklich ein schönes Leben zu geben. Und ich sage immer, wenn diese Menschen glücklich sind, dann bin ich es auch. Schöner kann man es nicht sagen. Daniela, ich hoffe, du kannst dein Jubiläum ein bisschen feiern, diese 20 Jahre. Ist schwierig im Moment. Ja, aber irgendwann geht's wieder richtig aber los. Aber es geht schon bald jetzt wieder richtig los. Sehr und schön. Es wird ja überall gelockert. Wir auch im Altenheim lockern jetzt auch. Und die Angehörigen dürfen jetzt auch wirklich bald wieder kommen. Das ist sehr schön. Und Daniela, ich würde sagen, wir feiern jetzt heute Abend einfach hier in dieser Märchenkulisse. Es ist der Wahnsinn hier. Schön, oder? Es ist so richtig romantisch. Hier. Es ist richtig romantisch, ja. Man fühlt sich als Prinzessin hier. Ja, das bist du heute. Und jetzt kommt sozusagen vielleicht dann dein Prinz, denn er steht für Romantik und große Gefühle wie kein anderer. Also wirklich, er ist einfach unser temperamentvoller Schlagerstar. Hier ist Semino Rossi. Keiner wusste, woher sie kam. Sie tanzte nur. Ihre Schönheit zog jeden Mann auf eine Feuerspur. Nackte Schultern und schwarzes Haar, ich konnte kaum atmen. Doch beim letzten Tanz, er sie verschwand, nahm ich ihre Hand. Und nun, 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 Signori. Du nicht die Leute schreien. Und nun, no, 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 Signor.
vorbei, ihr rotes Kleid. Und als wären wir vogelfrei, vergessen wir die Zeit. Ihre Augen erzählten mehr, als wollte je sagen. Und beim letzten Tanz, er sie verschwand, nahm ich ihre Hand. Oh no, 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 señorita. Oh no, 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 bonita. Engel gehen noch nicht heim. Olé. Hörst du nicht die Leute schreien? Und Semino Rossi! Lieber Semino, also du und diese märchenhafte Sommerkulisse, das passt einfach perfekt zusammen. Sag mal, woher kommt eigentlich dein unglaubliches Gefühl für Romantik? Ich glaube, das kommt aus Lateinamerika. Jeder Latino ist ein bisschen romantisch. Das lo llevamos aquí en el corazón. Drinnen. Das habt ihr im Blut und im Herzen. Ja. Sag mal, was ist für dich eigentlich ein romantischer Ort? Mal abgesehen von unserem Märchenschloss. Ich glaube, etwas, was mit Wasser zu tun hat, das ist für mich total romantisch. Und hier dieses Schloss und neben ist total Wasser, das passt genau heute Abend. Da fühlst du dich wohl. Total wohl. Du bist ja auch immer ein lebensfroher Mensch. Woher nimmst du die Kraft? Was ist deine Kraftquelle, Semino? Ich glaube, ich liebe, was ich mache. Und diese Liebe strahlst du immer, wenn du vor einer Kamera, vor dem Publikum ist. Und ich glaube, die Kraft von der Liebe Gottes ist die beste Kraft, was es gibt für jeden von uns. Wunderbar. Lieber Semino, schön, dass du bei uns bist und heute mit uns diese märchenhafte Nacht feierst. Und wir feiern jetzt gemeinsam einfach weiter mit einem richtig starken Hit. Gemeinsam mit Matthias Reim hat sie nämlich in den letzten Wochen und Monaten ganz viele neue starke Hits geschrieben. Und die beiden haben quasi ein neues Musikgenre erfunden, nämlich Schlager-Rock. Spinnst du? Fragt jetzt die unglaublich starke Christine Stark. Hier in der Bar sitzt er neben mir. Und unsere Partner verschweigen wir. Skurril, was hab ich mir dabei gedacht? Was wäre, wenn, muss ja keiner sehen, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen. Er nimmt sowas Geheimnis einer Nacht. Mädchen, gehst du ganz dicht, mach so'n Scheiß nicht. Und meine Seele schreit, spinnst du? Das geht hier viel zu weit, spinnst du? Denk daran, dass du alles verlierst, wenn das passiert, garantiert. Und auch mein Herz, das schreit, spinnst du? Die große Liebe gewinnst du nicht nochmal. Und dir nicht befiehlst, tu es nicht. Die plumpen Sprüche gehen mir zu weit. Hier zu verschwinden wird höchste Zeit. Zum Glück ist außer Flirten nichts geschehen. Ich denk
an dich ganz allein zu Haus. Hol noch im Fahrstuhl mein Handy raus. My love, ich glaub, ich muss dir was gestehen. Mädchen, gehst du ganz dicht, mach so'n Scheiß nicht. Und meine Seele schreit, spinnst du? Das geht hier viel zu weit, spinnst du? Denk daran, dass du alles verlierst, wenn das passiert, garantiert. Und auch mein Herz, das schreit, spinnst du? Die große Liebe gewinnst du nicht nochmal, wenn du sie heut riskierst, mit Feuer spielst und dir nicht befiehlst. Tu es nicht. Ja, der Sommer ist ja auch so die Zeit für die schönen Ausflüge. Und jetzt stellen wir uns mal alle gemeinsam vor, wir würden verreisen auf eine der schönsten Inseln der Welt, Hawaii. Wie kommen wir dorthin? Also ein Flugzeug wäre alltäglich, aber Schiff, ja, Schiff höre ich. Vielleicht so eine richtig schöne große Segeljacht, das wäre gut, ne? Aber was haltet ihr davon, wenn wir diese Reise mit einem Tretboot angehen? Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Dabei ist das wirklich eine sehr gute Idee, vor allen Dingen dann, wenn wir eingeladen werden von einem unserer erfolgreichsten Schlagerduos. Ich würde sagen, Leinen los. Wir treten in die Pedale und lassen unsere Seele baumeln mit Fantasy. Ein Monat ist es her, so lange sahen wir uns nicht mehr. Das hat mir so verdammt gefehlt. Wir haben uns wochenlang gequält. Jetzt hoffen wir, es ist vorbei. Wir wollen nur zusammen sein. Und nach so einer langen Zeit sind wir für unseren Traum bereit. Auf dem Tretboot, auf dem Tretboot, komm, wir fahren auf dem Tretboot nach Hawaii. Auf dem Tretboot, auf dem Tretboot, auf dem Ozean, da sind wir wieder frei. Die erste Nacht wird wie ein Traum. Dass wir nichts trinken, glaub ich kaum. Wir hauen uns einfach alles rein. Das wird ein neuer Anfang sein. Wir schauen uns alle ins Gesicht. Die neuen Funde stören uns nicht. Auch sie gehen irgendwann vorbei. Hauptsache ist jetzt, wir sind frei. Auf dem Tretboot. Zusammen sein. Und nach so einer langen Zeit sind wir für unseren Traum bereit. Auf die
Also heute fühlt man sich hier auf unserem Märchenschloss tatsächlich wie mitten in einem Märchen. Und in einem Märchen gibt es hier natürlich die guten Helden, ja, die guten Feen, die Prinzessinnen, aber auch die mystischen und etwas bösen Wesen. Und jetzt begegnet uns so eine sagenumwobene Lady, die schwarze Lady, besungen von Olaf Berger. Ohne Blatt und Einsamkeit kroch durch die Stadt. Ein kalter Mond schrieb seinen Namen auf Asphalt. Die Schatten zeigten kein Gesicht, die Sterne waren ohne Licht. Und aus den Wäldern stieg der Nebel weiß und kalt. Allein und endlich weit, da löste sich vor mir aus eine Nebelwand. Ein Schatten, den ich niemals sah, mit langen Haaren stand er da. Und eine schwarze Lady reichte mir die Hand. Was willst du hier? Warum kommst du heute Nacht zu mir? So habe ich die schwarze Lady gleich gefragt. Mein Name, der ist Ewigkeit. Ich warte auf dich schon lange Zeit. Das hat zu mir die schwarze Lady dann gesagt. Zu jung für diese lange Wanderung, doch sie hat mich nur angesehen und hat gelacht. Bevor die Sonne wieder scheint, gehörst du schon zu mir, mein Freund. Es ist zu spät, die Uhr bleibt stehen für dich heute Nacht. Ich kämpfte, bis der Morgen kam und mich aus ihren Armen nahm. Beim ersten Sonnenstrahl, da bin ich aufgewacht. Genauso wie Olaf
präsentiert auch unser nächster Gast viele Sendungen und Shows im MDR. Sie ist sogar die dienstälteste Showmoderatorin des Senders. Sie kennt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wie keine zweite, denn mit ihren Sendungen Tierisch Tierisch und Musik für sie ist sie überall unterwegs. Deshalb bin ich natürlich ganz besonders gespannt, wie ihr unser Märchenschloss gefällt. Sie ist aber nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Sängerin seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich. Und heute Abend hat sie uns ihren aktuellen Sommerhit mitgebracht. Wir beide. Herzlich willkommen, Uta Bresan. Liebe Uta, schön dich zu sehen. Ich komme ein bisschen zu dir. Danke für die Einladung. Es ist immer wieder schön, hier in Klaffenbach zu sein, bei den Schlagern des Sommers. Ja, du warst schon so oft hier. Ja. Aber sag mal, wie gefällt dir unsere märchenhafte Stimmung in diesem Jahr hier bei den Schlagern des Sommers? Es ist wunderschön. Also das Publikum, also das große Publikum fehlt mir schon so ein bisschen. Aber so lernt man das Wasserschloss Klaffenbach mal von einer ganz anderen Seite kennen. Und es ist total romantisch, märchenhaft und ach, die Kerzen, ich fühle mich sehr wohl. Sehr, sehr schön. Was wollen wir mehr? Du fühlst dich wohl, wir freuen uns, dass du da bist. Und liebe Uta, du erfüllst ja den Zuschauerinnen und Zuschauern in deinen Sendungen bei Musik für sie immer wieder ganz, ganz viele musikalische Wünsche. Jetzt ist es heute so schön romantisch. Du darfst dir auch etwas wünschen. Hast du vielleicht irgendeinen musikalischen Wunsch? Ja. Ich habe einen Musikwunsch und ich glaube, du könntest mir den direkt erfüllen. Also ich kann versuchen, mein Bestes zu geben, nur für dich. Oh, danke, lieber Florian. Ja, ich wünsche mir gleich zwei Schlagerstars. Im Herbst 2018 haben sie zum ersten Mal gemeinsam gesungen, damals eigentlich aus so einer Laune heraus. Und das wurde ein riesengroßer Erfolg. Auf Wunsch der Fans haben sie weitergemacht und jetzt ist ihr erstes gemeinsames Album erschienen und das hat sofort Platz 1 in den Charts. Deutschland, Österreich und in der Schweiz alles gesprengt und ist sofort nach oben geschnellt. Ja, herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute dafür. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, die beiden haben auf der Bühne auch schon so einiges erlebt. Also ich denke da zum Beispiel an den Sturz auf der Bühne wegen dem Konfetti. Ja, und ein anderes Mal standen sie in einem wahren Konfetti-Sturm. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch heute haben sie sich wieder was ganz Besonderes für ihren Auftritt ausgedacht. Aber ich hoffe, es hat nichts mit Konfetti zu tun. Also, ich wünsche mir und wir alle wünschen uns jetzt Thomas Anders und Florian Silbereisen. Florian Silbereisen, vielen Dank. Mit euch. Hallo. Dankeschön. Ach, Thomas, es macht einfach immer wieder so viel Spaß mit dir. Das macht's wirklich, ja. Das ist einfach schön. Und jetzt heute hier, wir sind ja mitten auf einem Märchenschloss. Wärst du gerne mal so ein Schlossherr? Eieieiei. Also sagen wir so, das ist immer so eine romantische Vorstellung. Aber ich wollte die Kosten nicht haben, verstehst du? Das viele ist ja, Reparaturen. Ja, viele Reparaturen. Und im Winter ist es richtig verdammt kalt, ne? Ja, ja, das kann natürlich vorkommen. Ja. Aber stell dir mal eine Märchensituation vor. Märchenfiguren. Wenn wir beide Märchenfiguren wären, wer wären wir dann? Wer könnten wir sein? Das kann ich jetzt nicht sagen. Doch, lass es raus. Ach, wir zwei Märchenfiguren. Auf jeden Fall nicht der böse Wolf, das wären wir nicht. Nein, nein. Nein. Wen haben wir denn sonst noch so an Märchen? Gehen wir mal bei Grimm. Was können wir denn da machen? Schneewittchen und die sieben Zwerge wollen wir auch nicht sein. Sag jetzt nicht das hässliche Entlein. Aber daraus wurde ein Schwan. Ja, ja, ja. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit dafür, bis das bei uns klappt. Ja, du mehr als ich. Ja, ja, also definitiv. Ja, ja. Aber was könnte man denn sonst? Ja, wir können ja ein bisschen überlegen. Also irgendwann fällt uns was ein. Ja. Also du, würdest du nicht so gern der auf dem Pferd, weißt du, wie heißt das? Lass dein Haar runter, Rapunzel. Ach, das ist ja so klischeehaft, ja. Ja. Okay, am Ende, ja, würde ich das auch nehmen. Also lass es uns bleiben. Wir bleiben einfach Don so. Don Röschen hat ja auch so einen Prinz. Ne? Das wäre eine gute Rolle. Prinz. Für mich.
Ja, okay. Wir überlegen uns mal, was wir da mal Schönes draus machen. Du bist Captain und ich bin drin. Ja, okay. Wunderbar. Thomas, also wir machen ja auch kein großes Geheimnis daraus, dass wir durchaus sehr unterschiedliche Typen sind. Ich kann euch sagen, wenn Thomas zum Frühstück geht, dann kann er direkt weitergehen zum Fotoshooting. Er sieht aus wie ein Model. Hast du mich dagegen schon mal beim Frühstück gesehen? Nein. Zu Recht. Das ist nicht vorzeigbar. Ist nicht so gut. Nein, nein. Dann ist es auch so. Du bist gerne am Meer, Ibiza. Ich bin gerne in den Bergen. Du bist immer pünktlich. Ich gefühlt auch. Oder wie empfindest du das? Ja, also ich habe das, also bei mir habe ich das noch nicht so empfunden, dass du zu spät bist. Aber nein, ich weiß, es eilt dir irgendwo so diese Sage voraus, dass du schon etwas unpünktlicher bist. Aber nein, du bist schon sehr, sehr, sehr professionell. Ich gebe mir Mühe. Und weißt du was? Wir reden jetzt nicht mehr über Unterschiede, sondern über Gemeinsamkeiten. Die Liebe zur Musik. Und wir könnten doch jetzt die Frau besingen, mit der zwischen uns alles angefangen hat. Sie. Los geht's. Herzlichen Dank, Thomas Anders, danke Thomas. Danke Florian, danke, danke. Ach, und jetzt bereiten Sie sich zu Hause vor auf ganz viel Lebensfreude, auf Energie und auf Spaß, denn für all das steht sie und all das strahlt sie aus. Sie ist einfach ein wunderbarer Mensch und das kommt bei ihr alles so ganz natürlich. Natürlich, ja. Aus dem Herzen heraus. Und neulich hat sie so ein Foto gepostet. Da war sie beim Putzen beschäftigt. Damit gab es ziemlich viele Schlagzeilen. Aber man muss wirklich sagen, sie macht einfach überall eine wunderbare Figur. Und ich glaube, sie wird uns jetzt alle hier begeistern bei unserer märchenhaften Schlossnacht in Klaffenbach. Herzlich willkommen, Beatrice Egli!
unsere TV-Star-Tänzer und Beatrice Egli. Vielen Dank. Verboten gut. Herzlich willkommen, Dankeschön. Beatrice. Schön, dass du bei uns bist. Du, wir verbringen ja heute so eine wunderschöne Märchennacht hier auf unserem Schloss. Was gehört für dich zu einer perfekten Sommernacht, Beatrice? Zu einer perfekten Sommernacht, Sternenhimmel und die besten Leute beieinander. Das reicht schon. Das reicht. Wie man das hier merkt heute Abend. So wie heute. Also du magst zu den Sternenhimmel, du gehst ja viel auf Reisen. Wie kann man sich das vorstellen? Lieber ein bisschen ein schönes Hotel und entspannen oder doch dann vielleicht eher unterm Sternenhimmel im Schlafsack? Ich bin eher so unterm Sternenhimmel im Schlafsack tatsächlich. Auch so jetzt gerade in Corona-Zeit, wo man natürlich nicht viel machen konnte, war ich auf Höhenwanderung mit meinem Schlafsack und dann von einem zum anderen Berg und zwischendrin einfach ausgepackt und geschlafen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Aber gleichzeitig manchmal denke ich auch nachts, wenn es sehr, sehr dunkel ist und der Mond nicht so scheint, denke ich, warum habe ich es getan? Weil da habe ich schon noch ein bisschen Angst. Also du alleine durch die Berge, Respekt, Respekt. Und das im Schlafsack. Also, liebe Beatrice, ich würde sagen, wir feiern jetzt ein bisschen weiter. Wir waren ja neulich, wenn du dich erinnerst, gemeinsam im Zirkus. Ja. Nämlich im Schlagerzirkus. Und dort haben wir einen Shootingstar aufgenommen in unsere wunderbare Schlagerfamilie. Und ich bin mir ziemlich sicher, du freust dich jetzt genauso wie wir alle auf ein Wiedersehen mit ihm hier heute in unserer märchenhaften Schlossnacht. Herzlich willkommen, Ramon Roselli. Ich hab dich heute gesehen und ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich hatte Gänsehaut, konnte einfach nicht weitergehen. Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss. Hab es mir ausgemacht, mit Alleinsein ist jetzt Schluss. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär da. Das Leben macht mir Spaß. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag allein. Ja, ich schwöre dir, das halt ich nicht aus. Bei dir bin ich zu Haus. Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen. Gestern noch allein und heute ist es schön. Sein okay, oft hat man mir wehgetan. Wenn ich deine Augen seh, weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, wir passen zusammen wie eine schöne Melodie. Herzen im Gleichgewicht, so wie jetzt war's noch nie. Das Leben macht mir Spaß. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag allein. Ja, ich schwöre dir, das halt ich nicht aus.
herzlich willkommen, Roman Roselli. Roman, schön, dass du heute mit uns hier diese Sommernacht feierst. Ich meine, was für eine Zeit für dich, oder? Ende Mai konnten wir dich in unserer neuen Show Schlagerzirkus in die Schlagerfamilie aufnehmen. Ja, und schon kurze Zeit später, bei der Schlager Love Story 2020, dürfen wir dich dann mit deinem ersten Gold Award für dein erstes Album Herzenssache auszeichnen. Wow, wow. Wie hast du diese Zeit erlebt in den letzten Wochen, Ramon? Ja, die ganze Zeit in den letzten Wochen ist natürlich unglaublich für mich. Schlagerzirkus aufgenommen in der Schlagerfamilie. Ja. Großes Dankeschön dafür. Schlager Love Story. Unglaubliche Sachen wieder erlebt mit Gold und. Bin ich unheimlich dankbar für den ganzen Zuschauern und dem Publikum und alle, die dazugehören, die mich so unterstützen. Und heute darf ich auch wieder hier sein. Auch ein großes Dankeschön dafür. Dankeschön. Wir freuen uns, Ramon. Sag mal, wie ist das jetzt? Du bist so viel unterwegs. Hast du überhaupt noch Zeit, deine Freunde, deine Familie zu treffen? Ja, also ich bin ja zwischendurch auch mal zu Hause, zwei, drei Tage oder so. Dann genieße ich das mit der Familie natürlich. Aber es ist natürlich auch schön, dass ich ein bisschen was zu tun habe in dieser Zeit. Und ja, ich freue mich. Und sieht man dich noch ab und zu beim Fußballspielen? Ist ja dein Hobby, deine große Leidenschaft. Ja, überhaupt Sport ist eine große Leidenschaft von mir. Einmal habe ich es geschafft, zum Training zu gehen. Einmal bis jetzt. Ach Gott. Wie ist das für dich, wenn du jetzt plötzlich über die Straße gehst und die Leute dich erkennen und dich ansprechen? Vor ein paar Monaten war das noch ganz anders. Ja, tatsächlich ist das ein bisschen, ungewohnt. Ne? Man läuft und dann ruft auf einmal jemand Ramon zum Beispiel, also deinen Namen. Ja. Und dann denkst du, es ist irgendjemand, der dich kennt, also schon länger. Ja, ja. Zum Beispiel ein Freund von mir oder so. Mhm. Und dann ruft mich jemand. Aber dann ist das ein Fan, ne? Und die kommen, dann wollen ein Foto, wollen ein Autogramm und so. Dann denkst du schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Was alles so passiert ist und jetzt erkennen mich die Leute. Aber es ist schön. Es freut einen schon, doch. Das freut uns mit dir, ja? Lieber Ramon, nur noch ganz kurz. Du wolltest einen Rekord brechen, Eiskugeln essen. Das hast du nicht ganz geschafft irgendwie. Was war da los? Erzähl noch ganz kurz. Das kann ich kurz erklären. Letztes Jahr hatte ich 45 Kugeln Eis auf einmal gegessen. Tatsächlich. Wie viel waren sie jetzt? Ja, 45 Kugeln. Und jetzt letztens war ich 10 Kilometer joggen und hatte nichts gegessen. Ja. Und jetzt kam ich an derselben Eisdiele vorbei und dachte mir, ich hol mir ein kleines Eis. Und da waren es dann am Ende 19 Kugeln. Und dann dachte ich mir, weißt du was, es riecht nach Rekord. Ja. Ich versuch's, aber ich bin bei 34 Kugeln gescheitert. Ach Mensch, ein knappes Scheitern. Ramon, es macht immer wieder Spaß mit dir. Aber weißt du, was mir am allermeisten Spaß macht, wenn wir gemeinsam singen? Hast du Lust? Ich hätte Lust. Was singen wir denn zusammen? Ich glaube, es gibt so eine Dame, die hast du so schön besungen auf deinem Album. Die singen wir jetzt gemeinsam. Mandy. Abends werden Bilder wahr. Kalter Regen, Großstadtnacht. Ein Schatten in der Tür, Gesicht hinterm Fenster. Erinnerungen sind oft wie Gespenster. Morgens, wenn der Tag beginnt und um mich nur Fremde sind. Ein Lachen irgendwo, zerrissene Lieder aus einem Radio. Und schon träum ich wieder von Mandy. Du hast ohne zu nehmen gegeben, doch ich wollte es nicht sehen. Oh Mandy, wie ein Licht, so kamst du in mein Leben. Heut könnt ich dich verstehen. Oh Mandy. Damals hab ich nicht erkannt, was in deinen Augen stand. Die Welt, in der ich leb, hält nichts von Träumen, seit sie auf Worte hört, die sich nicht mehr reimen. Oh Mandy, du hast ohne zu nehmen gegeben, doch ich wollte es nicht sehen. Oh Mandy, wie ein Licht, so kamst du in mein Leben. Heut könnt ich dich verstehen. Oh Mandy. Thank you.
möchte nicht um gestern trauern. Ja, ich wehre mich und denke doch dauernd an Mandy. Du hast ohne zu nehmen gegeben, doch ich wollte es nicht sehen. Oh Mandy, wie mein Licht, so kamst du in mein Leben. Heut könnt ich dich verstehen. Oh Mandy, du hast ohne zu nehmen gegeben, doch ich wollte es nicht sehen. Oh Mandy, wie ein Licht, so kamst du in mein Leben. Heut könnt ich dich verstehen. Oh Mandy. Alles für mich, oh Mandy. Vielen Dank euch und vielen Dank, Ramon Roselli. Es macht immer wieder Spaß mit dir. Danke dir. Ramon. Dankeschön. Ja, und jetzt ist es Zeit für eine echte Schlagerlegende. Er ist einer unserer erfolgreichsten Sänger. 7-mal Gold, 6-mal Platin, das ist wirklich eine ganz besondere Liga. Und es ist für uns immer wieder eine Ehre, wenn er mit uns feiert. Er war und er wird auch im nächsten Jahr wieder mit uns auf große Tournee gehen. Und jetzt ist er hier bei den Schlagern des Sommers zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias Reim. Wir haben schon tausendmal Schluss gemacht und wirklich leck mich am Arsch gedacht. Und das hat uns beide fertig gemacht. Wir haben uns so oft das war's geschworen und uns dann aus den Augen verloren. Doch das hat nie wirklich was gebracht. Wir haben doch sowieso keine Wahl, denk ich mir bei jedem letzten Mal. Wenn wir uns versprechen, uns nie mehr zu sehen. Als ich dich gestern wieder sah, da war doch sofort alles klar. Widerstand sinnlos, Kopf oder Zahl, scheißegal. Ich habe ein Problem, was direkt vor mir steht. Da hilft auch kein Wegsehen oder sich umzudrehen. Na gut, nochmal von vorn denselben Film abfahren, weil wir zwei so darauf stehen, denselben Fehler zu begehen. Wenn wir uns sehen, wenn wir uns sehen. Du bist die Süßeste, die es gibt. Ich bin mal wieder total verliebt. Und ich hab, was kommt, nicht mehr in der Hand. Du machst mit mir doch, was du willst, wenn du meine Nerven killst. Man zahlt für alles. Ja, ich weiß, ich habe ein Problem, was direkt vor mir steht. Da hilft auch kein Wegsehen oder sich umzudrehen. Na gut, nochmal von vorn denselben Film abfahren, weil wir zwei so darauf stehen, denselben Fehler zu begehen. Weißt du, wie ich leide bei diesem Hin und Her? Es geht doch um uns beide. Warum ist das so schwer? Oh,
mir steht. Da hilft auch kein Wegziehen oder sich umzudrehen. Na gut, nochmal von vorn, denselben Film abfahren, weil wir zwei so darauf stehen, denselben Fehler zu begehen, wenn wir uns sehen. Matthias Reim! Florian Silbereisen! Matthias, schön, dass du die Märchenschlossnacht mit uns hier feierst. Sag mal, wir haben alle gehört und wir haben es miterlebt. Du hast intensiv an neuen Songs gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Vor allen Dingen aber für deine Liebe, für Christine Stark. Wie können wir und wie dürfen wir uns diese musikalische Zusammenarbeit vorstellen? Ah, ihr müsst euch das so vorstellen, sie hört nie auf. Also ob man morgens aufsteht, ob man Mittag isst, wir sitzen dann wirklich stundenlang, tagelang im Studio. Mhm. Corona ist eigentlich das Grauen, aber für dieses Album war es eigentlich, ich darf es gar nicht sagen, war es eigentlich ein Geschenk, weil wir mussten nicht mehr reisen. Wir hatten wirklich unfassbar viel Zeit, miteinander darüber zu kommunizieren. Wir haben gegenüber von unserem Haus, wo wir wohnen, haben wir ein Haus, wo die Tonstudios drin sind. Yeah. Und das ist auch ganz neu und deswegen hat es auch wirklich besonderen Spaß gemacht. Ich habe alles ausgetestet, was man austesten kann. Und wir sind so ein mega kreatives Team. Also ich lasse mich dann voll auf sie ein und sie überlässt nichts dem Zufall oder dem Schicksal oder mir, sondern sie grollt dann immer von Rüben ein und sagt, lass mal hören, wie weit bist du? Und sagt, das geht nicht. Also, und meistens hat sie recht. Man merkt, sie ist gut. Ihr inspiriert euch dann gegenseitig und so soll es sein. Und ich hoffe natürlich, Matthias, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder gegenseitig inspirieren werden, denn dann werden wir viel Zeit miteinander verbringen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, wie ich das vermisse. Das ist unfassbar. Wir gehen nämlich wieder auf große Tournee. Ja. Matthias Reim. Die DDC Breakdancer. Und auch Chartstürmer Ramon Roselli wird zum ersten Mal dabei sein. Also, wir freuen uns drauf. Bald ist es wieder soweit. Matthias, sag mal, wie muss für dich so eine Wohlfühlatmosphäre hinter der Bühne aussehen? Hinter der Bühne sind für mich zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Ein Eckchen, wo ich stehen kann, ganz nah an und hinter der Bühne, dass ich die Atmosphäre schon spüre, weil ich brauche das für mein Adrenalin und die Aufregung, die ich sowieso habe, und auch so ein bisschen zum Runterkommen, weil ich weiß, die da draußen tun mir nichts. dann ein Eckchen, wo ich meinem Freund Willi, der mich immer begleitet, sagen kann, es geht gleich los, kannst du mir ein Bier bringen? Und dann schleiche ich mich immer an deinen Aschenbecher und rauche noch so eine Angstzigarette. Und dann gehe ich raus und bin der glücklichste Mensch der Welt. Pass auf, Matthias. Ja. Wir machen jetzt einen Deal. Wir organisieren für dich eine Wohlfühlatmosphäre hinter der Bühne. Okay, und dafür könntest du hier bei uns jetzt noch ein paar deiner ganz großen Hits singen. Das, wenn das Versprechen gilt, ich erinnere mich daran, mache ich das super gerne. Also, dann freuen wir uns auf die ganz großen Hits von Matthias Reim. Mitternacht, ich wollte nach Hause gehen, da sehe ich plötzlich dich. Warum mein Herz jetzt rasend schlägt, das check ich einfach nicht. Mit uns, das ist doch wirklich längst vorbei, war's nur noch ein Relikt. Aus Zeiten, an die ich nicht gerne denk, was ist das jetzt für'n Kick? Eiskalt, du bist mir voll egal. Eiskalt, ich mach's nicht noch einmal. Ich kenne dich, ich bin doch nicht Wahnsinn, Wahnsinn, wahnsinnig. Eiskalt, bitte nicht noch einmal. Eiskalt, ich bin ein Mann aus Stahl. Ich fall auf dich nicht wieder rein, auch wenn es schwer fällt, jetzt eiskalt zu sein. Du warst wie die Sonne, ich war wie der Mond. Das klingt zwar ziemlich dämlich, aber es trifft die Sache schon. Wir hatten beide das Gefühl,
als kennen wir uns eine Ewigkeit. Darin haben wir uns dann verloren und finden kostet Zeit. Bitte geh nicht weg, bitte geh nie wieder weg. Hey, ich hab mich so auf dich gefreut. Ein ganzes Leben lang hab ich von sowas nur geträumt. Hey, ich hab mich so auf dich gefreut. Mein Leben fliegt mir um die Ohren. Ich hab's nicht ändern, tut mir leid. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht. Und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Ich hab geträumt von dir. Ich habe ein Problem, sag es meinem Kind. Wie kann ich dir erklären, dass wir ein Traumpaar sind? Vielleicht wärst du bei sowas anderer Meinung. Ich fliege viel zu hoch und zu nah am Licht. Auch eine ladende Bahn, noch die ist nicht in Sicht. Ich bin total verliebt und muss noch schweigen. Zu spät und immer wieder lass ich dich dann gehen. Ich kann sowas nicht sagen, kannst du mich nicht verstehen? Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht. Und schau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Und jede Nacht der gleiche Traum, ich seh dich vor mir stehen. Du lachst und sagst dann leicht zu mir, hey Mann, lass uns gehen. Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt von dir. Zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern gemacht. Ich brauche dich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Vielen Dank, Matthias Reim. Sie können natürlich weiterhin Ihren Schlager des Sommers küren auf meineschlagerwelt.de. Dort können Sie einfach abstimmen. Ja, und ich bin mir sicher, der Hit unserer nächsten Künstlerin wird sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Als Moderatorin und als großer Star im Netz hat sie sich schon lange einen Namen gemacht. Aber inzwischen begeistert sie auch immer mehr Schlagerfans mit ihren Liedern. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie diese wunderschöne Sommernacht mit uns feiert. Denn zu so einer Sommernacht, da gehört einfach die Liebe. Und der Soundtrack zum Sommer des Jahres, der stammt von ihr. Ti amo, mi amor heißt er, was auf Deutsch so viel bedeutet wie ich liebe dich, meine Liebe. Und gelandet hat diesen Hit Sara Lombardi. Ich bleib bei dir, mi amor. Egal was passiert, ich gehe nie mehr fort. Ich folge dir an jeden Ort. Ein Leben lang wir. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Amor. Te amo, mi amor. Amor. Te amo, mi amor.
komme zu dir, egal wo ich gerade bin. Weiß genau, du bist alles für mich. Wir zwei verstehen uns auch blind. Wenn du da bist, hab ich das Gefühl, den Boden unter mir zu verlieren. Weiß nicht, wie mir geschieht, bin wie magnetisiert, alles zieht mich zu dir. Du und ich sind eins, sind nur zu zweit, sind wir komplett. Baby, du machst mich reich, denn jedes Detail an dir ist perfekt. Ich bleib bei dir, mi amor. Egal was passiert, ich gehe nie mehr vor. Ich folge dir an jeden Ort. Ein Leben lang wir, Tiamo, mi amor. Tiamo, mi amor. Amor, Tiamo, mi amor. TV-Star-Tänzer und Sarah Lombardi. Danke, danke. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du bei uns bist. Sarah, du bist nicht nur Moderatorin und großer Star im Netz, du bist eben auch eine tolle Sängerin. Welche Bedeutung hat für dich die Musik in deinem Leben? Eine ganz, ganz große. Also ich habe ja als kleines Mädchen schon immer den Traum gehabt, Sängerin zu werden. Habe mit 11 dann mit Gesangsunterricht angefangen und ja, über die Jahre jetzt so viele Dinge ausprobiert, das Tanzen, das Backen. Aber die größte Leidenschaft ist dann doch die Musik. Ist das so, ja? Ja. Sehr schön. Jetzt hast du ja gerade eine wunderschöne Hymne über die Liebe gesungen. Glaubst du auch an die große Liebe? Ja, ich glaube, also wir Frauen tun das doch eigentlich alle. Ich glaube, jede Frau träumt so von diesem Prinzessinnen-Dasein und der Prinz kommt auf dem Pferd geritten. Aber ja, also ich glaube, da glaubt man schon dran. Dann bist du hier genau richtig. Also auf wir haben ein Fall. Märchenschloss. Wir Pferd haben wir jetzt noch nicht, aber das können wir dir noch vielleicht organisieren. Sag mal, Sarah, magst du den Sommer? Bist du so ein richtiger Sommermensch? Ich bin auf jeden Fall ein Sommermensch. Ich liebe die Sonne, ich liebe das Meer, ich liebe das Reisen. Ja, auf jeden Fall. Dann kann ich dir nur sagen, kommt jetzt ein Song, der passt perfekt zu dir. Der Sommer, der nie vergeht. Und so heißt nämlich der Song, der große neue Sommerschlager von Ben Zucker. Welt macht mit uns, was sie will, doch wir halten nicht mehr still. Wir haben nur ein Leben, auch wenn jeder uns für Spinner hält, man uns jeden Tag erzählt, wir sollten besser lernen, normal zu werden. Doch wir sind in unseren Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit. Zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel.
rast wie ein Düsenjet. Ein Tag ist so schnell weg und mit ihm ein Stück vom Leben. Auch wenn das den meisten so gefällt und ein Tag für die nicht zählt, für uns zählen schon zwei Stunden, sogar Sekunden. Denn wir sind in unseren Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie. Traum verliebt. Und nur diese Liebe nehmen wir mit zu den Stränden, die nie enden, zu dem Sommer, der nie geht, wo um Mitternacht die Sonne immer noch am Himmel steht. An den Stränden, die nie enden, fängt was Neues für uns. Wir werden dieser Welt beweisen, dass man Träume auch heute noch leben kann. Bernd Zucker! Mein lieber Ben, sag mal, wie gefällt dir die Atmosphäre hier auf unserem Märchenschloss? Großartig. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ich durfte ja schon ein paar Mal hier sein. Ja. Und ja. Macht Spaß. Dankeschön. Ne? Wir durften ja bei der Schlager Love Story 2020 im Juni zum ersten Mal deine Schwester Sarah auf der Bühne erleben. Wie war für dich dieser Moment? Oh, ja, wenn du mir die Frage so stellst, hochgradig emotional tatsächlich, weil ich mir echt bis 3 bis 100 Tränen verdrücken musste, um zu verstehen, dass da jetzt wirklich meine kleine Schwester auf einem Halbmond sitzt und mir entgegenkommt und ihre erste eigene Single singt. Und das war ganz doll berührend und bin ganz doll stolz auf sie, ja. Ja, du hast dir das ja auch ein Stück weit gewünscht, dass sie diesen Traum, den du schon erleben und träumen durftest, auch ein Stück weit selbst erleben darf. Also du bist stolz auf deine Schwester, oder? Absolut, ja. Ich habe echt lange mit ihr reden müssen, weil sie natürlich gesagt hat, nee, du weißt, wir haben immer früher gesungen, wir haben doch immer da musiziert, das war doch immer toll, aber ich, nee. Und dann habe ich gesagt, Schwester, du musst jetzt da raus. Ich will, dass du das jetzt zeigst, weil ich das ganz doll toll finde, was du machst. Und du schreibst da zu Hause und textest da. Und dann wollte ich einfach für sie jetzt, sag, Schwester, ich bin jetzt großer Bruder, mach jetzt eine Ansage, komm jetzt raus, du musst jetzt. Jetzt geht's los. Und jetzt dürfen wir uns alle selbst ein Bild machen, denn sie ist heute ebenfalls bei uns. Der neue Star der Zuckerbande. Herzlich willkommen, Sarah Zucker. Wir haben uns alles gegeben, doch dann war es zu viel. Du warst müde vom Reden, ich lag wach neben dir. Wir hatten so viele Pläne, aber nie dafür Zeit. Und die kleinsten Probleme wurden zum größten Streit. Doch wenn das Abendlicht sich durch die Fenster bricht, dann muss ich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger. Ohne dich bin ich wieder frei. Yeah.
sich raus auf die Straße. Ohne dich sind die Nächte länger. Ohne dich bin ich wieder frei. Ist der große Bruder auf die kleine Schwester. Ja, es ist kaum in Worte zu fassen. Ich bin einfach ganz doll immer berührt, wenn sie da ist, mit mir ist und wir sehen uns jetzt öfter. Das ist großartig. Ich bin einfach ja, stolz darauf, dass sie ihre Kunst und das, was sie ist, einfach jetzt zeigen kann und da zeigen ist sie. Wird. Deswegen herzlich willkommen, Sarah. Sarah Zucker. So schön, dich zu sehen. Danke sehr. Liebe Sarah, dein Bruder schwärmt von dir und ja. Ich meine, Ben kennen wir jetzt alle schon seit einigen Jahren, aber von dir wissen wir noch gar nicht so viel. Erzähl mal kurz, wie entstehen die Lieder? Wie lässt du dich inspirieren zu deinen Songs? Oh wow, das ist eine gute Frage. Tatsächlich passiert das bei mir ganz oft beim Fahrradfahren. Mhm. Also ich fahre sehr viel Fahrrad und fahre so durch die Straßen und, ab und zu kommt dann tatsächlich so ein Geistesblitz auf und ich habe dann mal so ein kleines Notizheft dabei. Aber natürlich auch, ich reise auch sehr gerne und ich reise viel auch allein und da kommt ja auch viel Input, ja natürlich und dann... Und wie fühlt es sich für dich jetzt an, ebenfalls auf der Bühne zu stehen? Du hast Ben, glaube ich, bei vielen Konzerten und Tourneen oft begleitet, standst dann auch mit ihm auf der Bühne, aber jetzt auch alleine. Wie fühlt sich das für dich an? Es ist immer noch sehr neu und aufregend und ich bin auch noch vor jedem Auftritt sehr nervös. Ja, große Bereicherung, ganz große Bereicherung, deswegen. Aber ich, wie gesagt, nach der Schlager-Love-Story, ich habe so unfassbar viel positive Resonanz bekommen und viele Zuschriften und es hat mich sehr, sehr berührt und macht mich sehr stolz und freut mich einfach natürlich sehr, ja, wirklich. Kritisiert ihr euch auch manchmal gegenseitig oder lobt ihr euch gegenseitig oder hältst du dich dann zurück? Wie ist das bei euch? Also wir haben ursprünglich mein erstes Album damals angehört und dann haben wir so eine kleine Strichliste gemacht. Damals auch, also immer mit unserer Familie, mit Mama und da gab es so Punktevergabe. Dann geht es darum, genau. Anonym natürlich. Okay, anonym. Dann haben wir dann sozusagen uns jeweilig die Songs eingeschätzt und so jetzt auch bei Sarah. Da haben wir jetzt ganz viel ausprobiert und ich habe jetzt mit ihr die Platte angehört und klar sage ich ihr dann auch, nee. Also wir sind da schon sehr ehrlich auch beide, direkt und ehrlich, aber ist ja auch wichtig. Haben, ne? Genau. Ist ja einfach. Also unter Geschwistern sollte man das sein und das ist doch umso schöner, dass ihr euch gegenseitig aber auch unterstützt und für uns ist es das Allerschönste, dass wir euch jetzt gemeinsam erleben dürfen. Viel Spaß mit Sarah Zucker und Ben Zucker. À toi la fille qui me rancie du récit tombe. Qui s'aime parler quand je suis barrée, je veux rien entendre. Quand j'ai cœur saoul, quand j'ai cœur lourd, de pluie de peine, la lame trempée dans de l'acier. Que dans mon chemin. Und nur mit dir zusammen kann ich entfliehen aus den Gedanken. Komm, ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je répondrai, ça va, ça va, ça va, comme si, comme ça.
ist für dich, was auch passiert, kann auf dich zählen. Auch wenn ich weiß, dass ich doch selbst auch Sorgen quäl. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. Manchmal bin ich gefangen, seh überall Mauern und Schranken. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je répondrai ça va, ça va, ça va quand c'est comme ça. Und all die Sorgen auf meinem Herzen, sie werden leichter. So ist das Leben, so ist die Liebe, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu détresse, je suis pas douée pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je répondrai ça va, ça va, ça va quand c'est comme ça. Und all die Sorgen auf meinem Herzen, sie werden leichter. So ist das Leben, so ist die Liebe, ça va, ça va. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Wie geht es dir, ça va, ça va, ça va und lass mich hören. Les biens, les vins que je bois en maintenant, pas goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Vielen Dank, Sarah Zucker und Ben Zucker. Der Name Christoph Breyer sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich erst einmal nichts. Kein Wunder, denn wir alle kennen ihn als DJ Herzbeat. Er ist der Schlager-DJ. Mit Sarah Lombardi hat er beispielsweise den Riesenhit Weekend gelandet. Genauso ein großer Hit war Drei Tage in Prag, featuring Axel Fischer. Ja, und jetzt startet er mit Sonja Liebing durch. Sein Schlager des Sommers heißt Maybe. Hier ist DJ Herzbeat featuring Sonja Liebing. Schon seit einer ganzen Weile sind du und ich zusammen. Doch zwischen deinen Zeilen ist das Wir verloren gegangen. Heute Nacht, da brauche ich dein lächelndes Gesicht.
Heartbeat featuring Sonja Liebing. Vielen Dank euch. Ja, und jetzt ist es Zeit für unsere Königin hier auf unserem Märchenschloss. Sie darf bei den Schlagern des Sommers auf keinen Fall fehlen. Und bevor Sie jetzt fragen, natürlich hat sie auch die Hymne der Schlager des Sommers mitgebracht. Dieser Song darf auf gar keinen Fall hier in Klaffenbach fehlen. Sie hat uns aber auch noch ihren aktuellen Song mitgebracht, den ich immer wieder sehr, sehr gerne feiere. Herzen kriegen keine Falten. Hier ist sie, die Königin. Hier ist Ute Freudenberg. Durch dick und dünn gegangen und hab auch manchmal durchgehangen. Immer frei nach dem Motto, Hauptsache es macht Spaß. Du bist ein Sechser im Lotto, im Ärmel das Ass. Du weißt genau, dass ich dir mein Leben anvertraue. Und wenn ich in den Spiegel schau, seh ich unsere Reise auf der Haut. Herzen kriegen keine Falten. Wir sind immer noch die Alten. Denn jedes Lachen zeichnet uns doch aus. Bald Linien als Beweis auf unsere Haut. Herzen kriegen keine Falten. Wir sind immer noch die Alten. Und läuft die Zeit. Der Clown will immer weiter mit dir gehen, Seite an Seite stehen. Immer frei nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Mein Sechser im Lotto und das jeden Tag. Du weißt genau, dass ich mich mit dir alles trau. Und wenn ich in den Spiegel schau, seh ich unsere Reise auf der Haut. Herzen kriegen keine Falten. Wir sind immer noch die Alten. Denn jedes Lachen zeichnet uns doch aus. Bald Linien als Beweis auf unsere Haut. Herzen kriegen keine Falten. Wir sind immer noch die Alten. Und läuft die Zeit. Königin der Schlager des Sommers, liebe Ute. Oh,
So schön, dass du auch in diesem Jahr wieder mit uns feierst. Herrlich. Und das ist so schwer, ne, den Abstand zu halten. Man möchte immer beieinander sein. Aber ich drück dich aus der Ferne. Ich dich auch. Liebe Ute, es hat zwischenzeitlich mal ganz kurz geregnet heute. Ja. Aber kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, aber was hier los war? Aber sowas von, weil das ist ein Abend, den wir alle nicht vergessen. Das war ja kein Regen, das war ja Unwetter. Und wir alle erinnern uns an unser fantastisches Publikum, wie die reagiert haben. Die mussten ja alle ab in ihre Auto. Es war einfach Wahnsinn. Und daran sieht man, unsere Fans sind uns so treu und die sind alle wiedergekommen. Und das war einfach ein gigantisches Erlebnis. Und Hut ab vor deiner Leistung. Ach, um Gottes Willen. Also für uns war es ein wirklich einmaliges Erlebnis. Aber ich kann mich auch erinnern, die Fans saßen teilweise in Autos und haben dann gesungen und 2 Stunden überbrückt. Und dann haben wir uns hier wieder getroffen. Es war ganz, ganz toll und auch ein sehr emotionaler Abend. Und ich kann mich erinnern, du hast sogar hinter der Bühne während dieser Unterbrechung im Bademantel ein kleines Konzert spontan abgehalten. Was war da eigentlich so genau los? Das war eigentlich gar nicht ich. Ich hatte meinen Schminkmantel an. Ich habe so ein japanisches Teil, damit schminke ich mich. Da kann ich immer alles schön dran abwischen. Und ich höre plötzlich Musik. Und da war Pietro Lombardi und Giovanni Zarella. Und die hatten so eine Boombox. Ja. Und da kam Musik raus. Und dann haben die beiden dazu gesungen. Und mir war das wirklich egal, wie ich ausgesehen habe. Ich raus. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich hatte so eine Gänsehaut. Das war so schön. Und da habe ich natürlich leise mitgesungen. Es war total emotional und irgendwie habe ich gedacht, das hätte man aufnehmen müssen. Das wäre noch eine Sendung für sich gewesen. Es war unheimlich schön. Da hast du recht. Ja. Es war ein toller, toller Moment. Und mittlerweile ist ein Song von dir die Hymne der Schlager des Sommers. Und diese Hymne darf natürlich auch heute nicht fehlen. Und da bin ich so stolz drauf. Wir auch. Und wir freuen uns jetzt auf eine ganz besonders romantische Version von deiner Jugendliebe. Ute Freudenberg. Ich danke dir. Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. Schwor große Worte und er küsste sie und streichelte ihr Haar. Sie sprach von Träumen und wie gerne würde sie ihm alles glauben, malte mit ihm Bilder von dem Leben, das sie sich dann beide bauten. Jugendliebe bringt den Tag, wo die unvergessen bleibt.
Eltern Ute Freudenberg. Ich danke euch herzlich. Die Schlager des Sommers gehen zu Ende und der Himmel fängt an zu weinen. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat diese märchenhafte Schlossnacht hier ein bisschen Freude bereitet. Wenn Sie mögen, dann können wir uns schon nächste Woche wiedersehen, am Freitag, den 14. August. Dann dürfen wir die Strandparty 2020 präsentieren mit dem Schlager, Lagerfeuer und mit ganz vielen Stars. Bis dahin tun Sie mir den Gefallen, der aktuell sehr, sehr wichtig ist. Bleiben oder werden Sie bitte gesund. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Servus, Ihr Florian Silbereisen.